Wir stehen hier vor dem Gerichtsgebäude in London, in dem ab Montag die Anhörung von Julian Assange stattfindet. Ich, als Außenpolitiker der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, wollte eine Dienstreise machen, um diesen Prozess zu verfolgen. Genauso erging das einer Kollegin von der Linken, auch sie wollte hierher kommen. Unsere beiden Reiseanträge wurden von dem entsprechenden Gremium des Bundestages abgelehnt. Und jetzt kommt's mit der Begründung, bei diesem Gerichtsprozess würde es um eine rein innenpolitische Angelegenheit gehen. Es fehlt der außenpolitische Bezug. Liebe Freunde, der Australier Julian Assange, der von den USA angeklagt wird und die USA seine Auslieferung verlangen, der aus Schweden angeklagt war wegen Vergewaltigung und das wurde alles fallen gelassen, der mehrere Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London saß, da soll es keinen außenpolitischen Bezug geben? Wir sind uns einig, hierbei geht es darum, dass diese ganze Angelegenheit möglichst in Deutschland nicht besprochen wird, dass sie nicht politisiert wird. Das Establishment will es unter den Teppich kehren. Wir lassen uns aber so leicht nicht abwimmeln. Ich bin hier, ich war schon gestern hier, habe berichtet, ich bin heute da. Meine Kollegin von den Linken ist die nächsten Tage da. Wir sind hier und wir werden Sie informieren.